Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich am Münchner Marienplatz zusammen mit Günter Malescher. Ein Mensch, der dafür sorgt, dass alle Touristen, die nach München kommen, unauslöschbare Eindrücke mit nach Hause nehmen können. Haben Sie sich schon mal sich so vor Augen geführt, dass Sie eigentlich ein ganz toller Typ sind? Also wenn praktisch dann ich irgendwo in Wanne-Eickel oder in Altona meinen Enkeln zeigen möchte, wo ich im Urlaub war, Sie machen es möglich. Ja. Also das mit einem tollen Typ habe ich noch nie gehört, aber vielen Dank. Es war mir lieber, dass dann die Frauen sagen, nicht du. Oh, okay. Aber mit München ist es ernsthaft tatsächlich so, wir sind ja ein Souvenirladen. Wir sind saisonorientiert, wir sind wirklich für die Gäste Münchens da. Und wir wollen, dass ein Gast, der München besucht, ein Tourist wieder weggeht und daheim erzählen kann, Mensch, München, tolle Stadt, tolle Leute. Und er empfiehlt daheim, dass die anderen auch wieder hingehen. Nicht und bloß so Handy rausholt, sondern irgendeine Plakette hat oder ja. Ein Maskenrück oder sowas. Da hat sich übrigens viel verändert, heute, weil du Handy sagst. Ja. Früher haben die Leute nur Postkarten gekauft, bis vor 10 Jahren. Heute zieht das Handy raus und fotografiert die Postkarte und schickt ein WhatsApp. Plus. Ist natürlich vom Chef her nicht so spannend. Wie lange war es das eigentlich schon? Ich bin hier seit 1.1.79. Ja, man sieht mir es nicht. Oh, ich weiß schon, wie man auf die 40 zugeht. Aber ja. Nein, wir machen das tatsächlich seit 79, haben hier am Marienplatz natürlich, glaube ich, alles erlebt, was man erleben kann. Und ja, kämpfen auch seit 79, dass wir übrigens sonntags aufsperren dürfen. Corona hat es jetzt wirklich aktuell gemacht. Ja. Die Besucherzahlen sind im letzten, vorletzten Jahr in München, glaube ich, so 75% zurückgegangen. Und das Interessante ist, ihre Verkaufszahlen auch. Gell? Man konnte jetzt also insofern ganz genau parallel schalten, dass also. Das ist nicht schwer, Schluss zu folgern, weil Citypartner macht ja so Erhebungen hier in München drin, dass wirklich Passantenfrequenzen gegenüber 2019 im Jahresvergleich über 75% weniger Übernachtungen, natürlich auch Touristen gehabt haben, letztendlich unsere Zielgruppe. Und dementsprechend haben wir über 80% sogar Umsatzverlust, die bis heute anhalten. Und das ist jetzt langsam echt dramatisch nach beiden Jahren. Ja. Weil wir sind ja kleine Geschäfte, wo sollen wir es noch hernehmen? Ja, das ist genau der Punkt, warum ich ja da bin. Weil es mich interessiert, wie lange man sowas durchhält. Weil Sie sind ja in der Halle ganz groß engagiert, aber da verdienen Sie ja nicht unbedingt die große Münze. Dadurch, dass man also ein Freizeitverein, was Ehrenamt ist, kostet immer Zeit und sogar auch Geld. Und das eine hat ja mit dem anderen auch nichts zu tun. Was wir hier tun, ist ein ernsthaftes Geschäft oder das ist unsere Existenz. Und wir sind ja kleine Geschäfte. Natürlich haben wir auch irgendwann einmal Reserven gebildet, aber die sind halt nach 2 Jahren jetzt verbraucht. Und Überbrückungshilfen, die es gibt, erstatten ja nur einen Teil der Fixkosten. Das heißt, der Rest, der ungedeckte Teil, muss man ja draufzahlen, finanzieren, KfW-Kredite oder was immer. Und vor allem keiner fragt, von was lebst du eigentlich privat? Und nach 2 Jahren, muss man sagen, auch bei uns, leider ist kein Lottogewinn eingetroffen. Und die Kollegen geht es übrigens ganz genauso. Wir haben jetzt wirklich Schulden bei der Bank und Reserven aufgebraucht. Ja. Ja. Müsste man natürlich fragen, liegt denn nicht auf Ihrer Seite ein unternehmerischer Fehler vor? Hätten Sie rechtzeitig das Sortiment ändern müssen? Verstehen Sie das? Oder wie weit ist man an so einem Souvenirstand darauf festgelegt, dass man Souvenirs verkauft? Ja. Das ist tatsächlich eine richtige Überlegung, die wir uns natürlich auch gestellt haben. Aber an diesem Platz wird halt nicht alles zugelassen. Ach so. Und wenn man jetzt meinetwegen eine Trinkhalle aufmacht oder wir verkaufen jetzt Bier und Wurstsemmeln und Leberkässemmeln und Weißwürst oder solche Dinge. Da gibt es ja Standl in München, die leben da ganz hervorragend, wenn ich an die Isar denke zum Beispiel. Gell? Das habe ich auch schon gesehen. Da stehen ja, glaube ich, nachts um 3 und auch sonntags natürlich die Schlangen 30 Meter lang und da geht wirklich, da steppt der Bär. Das leider bleibt uns vorenthalten. Wir haben uns auch schon bemüht, im Umkreis hier mal auch von der Stadt Läden zu bekommen. Da werden ja ab und zu werden ja gerade viele frei. Aber da gibt es dann Bewerbungsverfahren und dann gibt es, was ist der Höchstbietende? Und da fehlt auch mein Verständnis, wie man was an einem Höchstbietenden vergeben kann. Sondern ob man nicht langjährige Partner, die man kennt, zuverlässige, auch dahingehend einmal mitnimmt. Ja. Letztens war es sehr lustig, bei uns haben sie Baum geschnitten. Dann sehe ich einen Baumschneider aus dem Chiemsee. Also gibt es keine Münchner Firmen. Also die Münchner Firma, die erhöhte Gebühren hat und Mieten und Zeug und Tralala und Löhne, aber dann wird die Firma aus Chiemsee genommen, weil es die billigere ist. Und so, glaube ich, verhält es mit den Läden hier auch. Irgendwas stimmt da nicht. Was für Leute kommen jetzt eigentlich im Augenblick noch? Von wo kommen die Touristen her, die noch auftauchen?
Also am Tag. Kommen überhaupt nur Touristen? Naja, wenn man um 11 Uhr, wenn du mal beim Glockenspiel schaust, wenn früher 2.000, 3.000 ja. Leute am Platz waren, dann kann man die jetzt einzeln per Hand begrüßen, die noch da sind. Und wenn es dann kommen, ab und zu sind Araber dabei oder Spanier mal, aber eben handverlesen. Ja. Es hat mit dem Aufkommen von früher überhaupt nichts zum Tor. Und die Einheimischen, jetzt haben wir eh Sortiment schon ein bisschen umgestellt, ob man jetzt im Winter heute halt einmal warme Mützen kauft. Aber ansonsten ist hier, und auch brauchst du bloß jetzt zu schauen, was gegenüber früher nichts los. Es ist einfach nichts los und wir hoffen, dass da in der Ukraine nichts passiert, weil gerade Amerikaner, die ja auch ein gutes Publikum bei uns waren, das haben wir damals beim Golfkrieg gesehen. Da haben die Amerikaner gesagt, in Europa ist Krieg und sind nicht gekommen. Und wie man weiß, die Leute in den USA beschäftigen jetzt vielleicht nicht so detailliert mit den Dingen, die wir hier in Europa haben. Aber das wäre wirklich dramatisch, wenn da noch irgendwas ist, weil das trifft uns dann letztendlich furchtbar. Aber wir waren ja schon froh, wenn Normalität wieder einkehrt, ab Ostern meinetwegen. Ja. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wird Ihnen präsentiert von M-Plakat. Damen und Herren, wir haben heute eine Pressemeldung bekommen. Da steht drin, dass die Souvenirstände in München weiterhin an Sonntagen nicht öffnen dürfen, weil nämlich die aktuelle Rechtslage eine auf bestimmte Betriebe beschränkte Befreiung der Ladenöffnungszeiten nicht zulässt. Jetzt weiß also jeder, dass zum Beispiel, glaube ich, in Augsburg, in anderen größeren Städten diese Möglichkeiten eben schon bestehen. Warum in München nicht? Was sagt man da einer, wenn Sie sagen, wir dann auch gern, was andere dürfen in Bayern? Das haben wir schon oft am Stadtrat vorgetragen und auch unserem Leiter des Kreisverwaltungsreferats, dem Herrn Böhle. Das Gesetz, das Bayerische Ladenschlussgesetz, sagt ja eindeutig, ein Souvenirladen darf, wenn er über 50% Souveniranteil hat, also das ist für einen Kaufhof oder was ja völlig undenkbar, über 50% Souveniranteil, der kann bis zu 40 Sonntagen im Jahr aufsperren, wenn die Gemeinde oder die Stadt halt das bei der Staatsregierung beantragt. Es gibt so eine Liste mit Ausnahmegenehmigungen, die sind in Bayern bei über 500 Orte haben in Bayern offen. Die dürfen sonntags aufsperren, überhaupt kein Problem. Grünwald ist dabei, Altötting, sämtliche Kirchenläden, selbstverständlich. Und Nürnberg macht es uns vor, Augsburg ganz genauso. Leider ist unser Stadtrat, stellt diesen Antrag nicht. Und wir wissen es nicht, warum. Wir versuchen immer... Sie haben doch gerade selber gesagt, weil Sie Angst haben, dass der Kaufhof dann plötzlich nur noch Souvenirs verkauft am Sonntag. Ja, aber wenn halt diese Detailargumente dann nicht genannt werden, dass der Kaufhof über 50% Souveniranteil haben müsste oder auch jeder andere, der aufsperrt, es erledigt sich ja von selber. Das zweite Argument ist eine räumliche Begrenzung. Wir reden mit Köln. Köln hat es schon lange aufgekommen, weil die sagen, Mensch, Leute, setzen wir uns zusammen, machen wir, es funktioniert alles wunderbar. Ich weiß nicht, von was man hier Angst hat. Das ist uns wirklich ein Rätsel. Und es geht mittlerweile echt um die Existenz der Souvenirländer, der Souvenirhändler und auch der Zulieferanten natürlich. Der Rattenschwanz, der dahinter steckt. Das sind ja nicht bloß mir allein. Was ist bei Ihnen eigentlich mit Lieferketten? Weil Sie immer so sagen, wo ich mir vorstellen kann, die werden irgendwo im Fernost billiger gefertigt als im Bayerischen Wald. Haben Sie da schon was geschont? Das war natürlich so. Nein, wir spannen das momentan nicht, weil wir brauchen ja nichts. Ach so. Und die Läger der Großhändler und Zulieferanten sind ja voll, egal ob es Oktoberfest ist oder der Christkindlmarkt, der ja wiederum erneut ausgefallen ist. Die Läger sind voll. Was wir brauchen, die paar Sachen, die haben wir entweder selber noch oder es ist ja so gering, da müssen wir im Frühjahr weiterschauen. Ja, ja. Meine, vielleicht hat man ja von Seiten der Stadt ja Angst, dass sie haben ja nicht einmal einen Kaffeeautomaten. Verstehen Sie das? Dass dann Kaffeeautomaten her, dass dann ein Kaffee im Becher verkauft und dass dann hier die leeren Becher rumflackern. Und dass man vielleicht einen Papierkorb herstellen müsste, wo man dann wieder eine Planstelle für einen Papierkorbräumer bei den Abfallbetrieben dann schaffen müsste. Verstehen Sie, das ist ja immer Investitionsfolgekosten nennt man das. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen hier. Ich glaube, das ist eine völlig andere Gewerbebeantragung. Dann, vielleicht muss man jetzt wirklich einmal nachfragen, ob man so wie an der Isar diese Kioske, Wurstsemmeln, Leberkäs, Weißwurst, Wiener und Getränke verkauft. Wahrscheinlich wird es nicht genehmigt werden, weil der Marienplatz ist ja so eine Ausnahmegeschichte.
Ja, also das ist schwierig und wir dann ja gern unseren Job weitermachen, so wie wir es bisher gemacht haben. Ja. Es ist wirklich schwierig geworden. Wir hoffen halt, dass alles wieder normalisiert, beziehungsweise wenn es nicht tut, brauchen wir wirklich, weil wir haben ja immer früher viel Miete gezahlt und auch unsere Steuern abgeführt und jetzt brauchen wir halt auch den Staat, der uns darüber weghilft. Okay. Weil die Überbrückungshilfen reichen halt so nicht aus. Das ist leider so. Wie lange dauert es eigentlich, bis das ausgezahlt wird? Ich habe gehört, dass da zwischen Theorie und Praxis ein großer Unterschied besteht. Ich habe das auch gehört, aber ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, innerhalb von ein paar Wochen kommt sowas schon, wenn man es anständig beantragt, wenn der Steuerberater alles richtig macht und auch nichts fehlt, dann, also für unsere Betriebe, die ganz offensichtlich nachweisbar sind, ich weiß nicht, vielleicht sind das auch andere Künstler, die diese über das Zahlmaterial nicht verfügen oder irgendwas nicht machen. Ich glaube, das Problem ist, dass die meisten halt, weil sie scheuen halt die Kosten, die dann von Seiten des Steuerberaters auf einen zukommen, die maß halt dann selber und dann geht es erst einmal schief. Ja, nein, die dürfen das ja nicht. Nein, es muss ja eine autorisierte Person, die dann haftbar ist dafür, der Steuerberater, muss das ja tun. Also da haben wir uns schon schlau gemacht. Und auch die Steuerberaterkosten werden ja zum Teil mit eingerechnet und sogar ersetzt. Weil das war ja unsinnig, wenn jemand 2.000 Euro kriegt und zahlt die Hälfte wieder für den Steuerberater. Das, glaube ich, haben wir schon geregelt. Kann ich aber nichts dazu sagen. Also das, was wir beantragt haben, hat zwar oft einmal gedauert, ist aber Kummer. Nur 60% der wirtschaftlichen Fixkosten, das hilft halt nicht wirklich weiter. Es hilft. Es hilft, aber es lässt dich nicht überleben langfristig. Das ist das Problem. Also kurz eine Episode von Dreh Marienplatz. Es war gerade einer da und hat da vorne an dem Papierkorb reingeschaut, ob da drin irgendwo Flaschen ist. Und die Flaschen, die daneben steht, hat er übersehen. Die hat er übersehen. Das ist natürlich jeden Tag so. Und es gibt ja die Papierkorb, die haben eine lange Steckerl oft dabei und schauen, ob halt Flaschensammler. Ich meine, siehst du an der Isar übrigens, stehen ja Flaschen umeinander. Warum es da keine Flaschensammler gibt, weiß ich nicht. Nein, da gibt es schon. Wirklich? Ja, da gibt es zum Beispiel hinten bei dem alten Standl, bei dem Kräner, da gibt es so eine Kombo aus drei Frauen. Ja. Wenn es weh ist, sammeln die ganze Isar ab. Aber wenn es jetzt schlecht ist, dann nicht. Ich wohne ja da bei der Floßlände da in der Nähe und gehe mit dem Hund spazieren. Und da sehen wir, da stehen Flaschen umeinander und wundern mich, warum die keiner aufhebt. Aber hier, den ganzen Tag können wir es beobachten. Mei, ist halt so. Das genau, während wir die Sendung gemacht haben, zwei Leute, die bei einem was angeschaut haben, ich weiß nicht, was sie gekauft haben, die haben eine warme Mütze gebracht, aber kein Souvenir. Aber das hast du gesehen, sie haben was angeschaut. Ja. Aber sie haben nichts gekauft. Das ist genau unsere Situation. Dramen, Damen und Herren am Marienplatz. Bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich für die einführenden und ausführenden Worte und Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang wurde Ihnen präsentiert von M-Plakat.